Hey meine Ladies and Gentlemen, ihr könnt mal einfach auf schimmer-media.de gehen. Ich habe jetzt nämlich das Forum umgelegt auf schimmer-media.de, also auf eine andere Domain. Vorher war es ja immer smarthome.schimmer-media.de und wir haben nicht nur die Subdomain vorne, also das Smart Home abgelegt, sondern wir haben auch den Server gewechselt. Wir sind jetzt auf einem eigenen Root-Server, also auf einem Dedicated-Server. Kostet ein bisschen mehr im Monat, aber dafür haben wir auch wesentlich mehr Speicher, mehr Leistung, alles drum und dran. Ihr könnt jetzt auch Bilder wieder hochladen, also Dateianhänge unten einfach anklicken, könnt Dateianhänge hochladen. Ihr könntet aber auch Bilder generell so in eine Galerie quasi hochladen, könnt ihr dann benennen, könnt dann von der Community Bewertungen bekommen oder so. Könnt ihr mal von euren Smart Mirrors zum Beispiel ein paar Bilder machen, wenn ihr möchtet. Denn demnächst wird es dazu ein Video geben, aber erst demnächst, weil ihr merkt es vielleicht. Gut, es hatte sein Gutes, dass ich jetzt krank war, weil so, dann konnte ich mich jetzt mal um die liegen gebliebenen Sachen kümmern, wie jetzt hier Website, Serverumzug etc. pp. Das war schon eine gute Sache. Allerdings, naja, so möchte ich aktuell eigentlich kein Video aufnehmen, wie ich irgendwie euch ein Smart Mirror zusammenbastel. Ich habe aber schon mal angefangen, das Tutorial zu schreiben. Also, ich werde das Video hier übrigens die nächsten Tage wieder offline nehmen, nur ich wollte es jetzt erstmal machen. Aber ihr könnt ja mal einfach im Forum schauen, da habe ich schon angefangen. Wer die Short-Domain haben möchte, smedia.click/smartmirror. Genau, also ich packe euch beide Links einfach mal unten in die Videobeschreibung. Einmal zum Forum und einmal zum Smart Mirror direkt. Also schriftliches Tutorial dazu ist wie gesagt schon gestartet. Und da habe ich auch schon ziemlich viel erklärt in dem schriftlichen Tutorial, aber ich werde wie gesagt noch ein Video dazu machen, damit ich quasi so einen richtigen, ja, so dann, also das schriftliche Tutorial wird dann quasi der Leitfaden für das Video. Es wird auch eines der ersten Videos, glaube ich, so richtig mit rotem Faden, was ich mache, weil normalerweise mache ich einfach immer so drauf los, wie jetzt gerade auch ich dieses Video hier für euch mache. Und was ich auch noch sagen wollte, wir haben zwar jetzt das Ganze geändert, also ne, es ist jetzt nicht mehr smarthome.chimmer-media.de, was ja echt wesentlich lang, also viel zu lang war, sondern alle Links, die noch vorhanden sind, also mit smarthome.chimmer-media.de, alle Links, die ihr dazu noch findet, ja, die unter den Videos stehen, die ihr über Google findet oder so, die funktionieren alle trotzdem noch. Ich habe das nämlich extra über eine HTAccess gemacht, das im Grunde genommen, wenn irgendeiner irgendeinen Beitrag, dann irgendeinen Link findet mit Smart Home bla bla bla, mit irgendeinem Beitrag oder was weiß ich, zu irgendwas, die Links funktionieren trotzdem, die werden jetzt aufs neue Forum sozusagen dann weitergeleitet auf genau den Beitrag im neuen Forum. Ich hoffe, euch gefällt diese neue Funktion. Ich hoffe, euch gefällt das Forum so. Wir sind jetzt über 5000 Leute im Forum. Vielleicht kommen hier durch das Video nochmal ein, zwei neue Leute mehr rein. Würde ich mich echt drüber freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder gesund bin und dann richtige Videos kommen. Däumchen nach oben, auch hier bei diesem Video. Auch wenn ich es eigentlich eh wieder löschen werde, weil es nur ein kurzes Infovideo ist. Klickt einfach unten in der Videobeschreibung auf die, also aufs Forum generell könnt ihr draufklicken. Und wie gesagt, smedia.click/smartmirror, dann könnt ihr euch jetzt schon mal das, auch im neuen Forum, das schriftliche Tutorial bis zu diesem Stand hier angucken. Ich habe jetzt hier das mit der Kamera und so und mit IO-Broker und mit der Photovoltaikanlage, mit den Xiaomi-Sensoren, die da drin verknüpft sind und Wetterdaten und was. Das habe ich alles noch nicht erklärt. Das werde ich aber, wie gesagt, im Video dann noch tun und ich werde das auch in schriftlicher Form noch im Forum tun. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal.